Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! You'll never walk alone, haben die Grünen zur Aktuellen Stunde angemeldet, um über den Brexit zu sprechen. Das ist heuchlerisch. Wären Sie mal lieber an der Seite Großbritanniens gewalkt und hätten den Briten zugehört und auf sie gehört, ihre Sorgen und Nöte ernst genommen, dann wäre Großbritannien wohl heute noch ein Mitglied der Europäischen Union. Und auch in Zukunft. Eines vorab. Wir von der AfD-Fraktion setzen uns ebenfalls dafür ein, den Tausenden von Briten, die hier in Hamburg leben, alle Brücken zu bauen und die wirtschaftlichen Folgen des Brexits abzumildern, so gut es geht. Im Europaausschuss hatten wir am 30. November eine Anhörung mit Vertretern des Auswärtigen Amtes ebenso wie mit Wirtschaftsvertretern zum Brexit und den Brexit-Folgen. Insbesondere der Vertreter der British Chamber of Commerce in Germany sprach Tacheles und benannte die Gründe, weshalb sich die Briten bei der Abstimmung für einen Ausstieg aus der EU und gegen einen Verbleib mit Mehrheit entschieden haben. Ich zitiere aus dem Bericht des Europaausschusses. Anschließend führte der Vertreter der BCCG aus, wesentliche Gründe für das Brexit-Votum seien die Migration aus der EU, geringes Wachstum, politischer Eigenverantwortungswille der EU-Länder, Stärkung der Subsidiarität zugunsten der Kompetenzen der Länder, die zunehmende Entfremdung der EU-politischen Eliten von ihren Wählerinnen und Wählern sowie die Terrorgefahr gewesen. Zitat Ende. Das heißt, es ging wahlentscheidend nicht um wirtschaftliche Fragen, sondern um politische Fragen. Es ging um die Steuerung der Einwanderung und um das Verhältnis des Nationalstaats zur EU. Das, was die Briten umtrieb, sollten wir ernst nehmen, sollten wir als Ansporn nehmen, Fehlentwicklungen zu korrigieren, zurückzuschneiden und die EU zu reformieren. Über die EU, deren Existenz wollen wir nicht streiten, wohl aber über ihre Ausrichtung und Ausformung in der jetzigen Form. Im Februar 2016 gab es Einigungsvorschläge der EU, die weitgehend waren und echte Reform bedeutet hätten, nach langen Verhandlungen zwischen David Cameron und der Europäischen Union. Der damals von der EU nach harten Verhandlungen vorgelegte Vorschlag enthielt eine Notbremse, die es erlaubte, zum Beispiel bestimmte Sozialleistungen für zugewanderte EU-Bürger zu beschränken, eine wesentliche Forderung der Briten. Hintergrund der Forderung war, dass gemäß den EU-Verträgen Arbeitnehmer wohl Freizügigkeit genießen bei bestehenden Arbeitsverträgen, nicht hingegen eine allgemeine Personenfreizügigkeit in den Verträgen vereinbart war. Zudem wurde London zugesagt, dass die Rechte von Nicht-Euro-Staaten geschützt sowie die Rolle nationaler Parlamente und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden sollten. Das wurde leider nicht umgesetzt. Dennoch sollten wir an diesen Vorschlägen und an dem, was die Briten zum Austritt aus der EU gebracht hat, anknüpfen. Denn diese Lehre sollten wir aus dem Brexit ziehen. Die berechtigten Sorgen der Bürger sind ernst zu nehmen. Wir sollten die EU reflektieren. Der ursprüngliche Ziel einer Wirtschaftsunion sollte nicht zu weit aus dem Blickfeld geraten. Wenn dies nicht geschieht, die Sorgen und Nöte der Bürger an Fehlentwicklungen der EU, an einer zunehmenden Verselbstständigung der politischen Klasse in Brüssel, die Kritik, wenn die nicht aufgenommen wird, dann drohen weitere Länder, sich dem Vorbild Großbritanniens anzuschließen, und das sollten wir vermeiden. Ein Punkt noch, der in der Brexit-Debatte bislang kaum eine Rolle spielte. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird sich der Charakter der EU wesentlich verändern. Was meine ich konkret? Der Rat der EU, neben dem Parlament das Hauptgesetzgebungsorgan, entscheidet in der Regel mit qualifizierter Mehrheit gemäß dem Vertrag von Lissabon. Ein sorgfältig austariertes System einer doppelt qualifizierten Mehrheit, darauf ausgerichtet, dass weder die stabilitätsorientierten marktwirtschaftlichen Nordländer die Südländer dominieren können, noch umgekehrt die eher staatsinterventionistischen Südländer den Norden der EU. Beide Blöcke haben eine Sperrminorität.
Durch das Ausscheiden Großbritanniens verliert die nördliche Staatengruppe schlagartig ihre Sperrminorität. Und so ändert sich das Machtgefüge. Damit ist die Geschäftsgrundlage von Lissabon verlassen. Es wäre dringende Aufgabe der deutschen Bundesregierung, diese Verträge der neuen Lage anzupassen. Sonst droht hier eine fundamentale Änderung des Charakters der EU. Darauf sollten wir unser Hauptaugenmerk auch richten. Vielen Dank.